Hallo liebe Leute, in diesem Video möchte ich die Sendung Anne Will mit Alice Weidel, Kevin Kühnert und noch ein paar anderen, Sarah Wagenknecht war auch dabei, kurz analysieren. Wie immer ging es gleich mit Negativ-Framing gegen die AfD los. Altmaier und Kühnert haben die AfD schlecht gemacht, als rechtsextrem gebrandmarkt. Alice Weidel hätte hier gleich schon unterbrechen sollen. Später macht sie das zum Glück. Aber sie darf so ein Negativ-Framing gar nicht aufkommen lassen. Sie muss sofort unterbrechen. Meiner Meinung nach räumen die Leute bei der AfD diesen Talkshows zu wenig Priorität ein. Alice Weidel muss sich besser vorbereiten. Sie muss vor allen Dingen sich eine Verteidigungslinie überlegen mit Höcke. Sie eingeknickt, das ist, doch, das ist doch einfach genau. Aber ich meine, wir können schon mal darüber reden, was Herr Höcke vertritt. Also beispielsweise hat Herr Höcke sehr deutlich gesagt, es sei falsch, Hitler als das absolut Böse anzusehen. Er schwärmt von tausendjährigen Reichen. Er will also die Schuttkultur der Moderne entsorgen. Er hat von einem unvereinbaren Antagonismus zwischen Christentum und Judentum gesprochen. Also wenn das nicht Anknüpfungspunkte sind, er will also eine dämliche Bewältigungskultur überwinden. Er will eine 180-Grad-Wende Erinnerungskultur. Eine Bewältigungskultur hat er auch. Ich habe sie mir angeguckt, seine Zitate. Ja. Also alles das, was ich eben gesagt habe und noch sehr viel mehr, was man da finden kann. Also wenn Sie das nicht in der Tradition des Nationalsozialismus sehen, dann muss ich mich wirklich fragen, was ist dann für Sie Nazi- oder faschistisches Denken? Also Herr Höcke definiert sich doch selber ausdrücklich in dieser Tradition. Und würden Sie die Frage beantworten, Frau Weidel? Solche Leute in Ihrer Partei offensichtlich ja immer mehr Aufwind haben. Mhm. Also wir befinden uns hier in einer Diskussion, wo Leute in meiner Partei, AfDler, als Nazi und Faschisten bezeichnet werden. Damit befinden wir uns in einer Tradition, in so einer altkommunistischen, stalinistischen Tradition, wo jeder Andersdenkende als Faschist bezeichnet wird. Also und da Zitate muss ich eben, wirklich das sagen, das verbitte ich mir und dagegen verwahre ich mich auch. Also Frau Weidel drückt sich vor einer Distanzierung von dem Mann, den sie aus der Partei werfen wollte, weil er nationalsozialistisches Gedankengut pflegt. Es war klar, dass diese Konfrontation kommt. Die anderen stempeln Höcke als Nazi ab und sie wird dann darauf angesprochen, wie sie zu Höcke steht. Und da muss sie sich Verteidigungslinien überlegen. Und diese Verteidigungslinien bestehen nicht nur darin, Höckes Aussagen in einen richtigen Kontext zu bringen, zum Beispiel mit der 180-Grad-Wende. Da könnte man ja auch zum Beispiel mit Höcke reden, wie er das gemeint hat. Und ich habe es so verstanden, ich habe es ja auch schon ein anderes Mal erläutert. Und das ist auch, steckt auch logisch dahinter, dass in jedem anderen Land die Nationen einen sehr viel positiveren Selbstbezug haben und positive Ereignisse eine große Rolle spielen. In Deutschland aber Hitler eine sehr große Rolle eingespielt wird und die positiven Ereignisse so sehr dahinter zurückweichen müssen. Und das, ja, eigentlich diese Vaterlandsliebe in Deutschland nicht sehr schwach ausgeprägt ist im Vergleich zu fast allen anderen Ländern. Nur weil man mehr fordert, positiven Ereignissen mehr Raum zu geben, mehr zu bedenken und Hitler nicht schon fast zu glorifizieren, indem man ihm einen so großen Status einräumt, was nicht heißt, dass man jetzt die Geschichte leugnet. Und man muss das natürlich aufarbeiten und die Gründe aufarbeiten. Aber es müssen eben auch andere Dinge eine Rolle spielen beim Selbstbild, weil Hitler ist menschlich ein Nichts und man tut Hitler einen Gefallen, wenn man ihn dadurch groß macht, indem man nur noch von ihm redet. Immer wenn man von jemandem redet, dann wendet man ihm seine Energie zu und damit macht man ihn groß. Und das ist ein Fehler und das hat Höcke, denke ich, mit der 180-Grad-Wende gemeint. Und das kann man auch so argumentieren. Höcke sagt ja selbst, er hat sich unscharf ausgedrückt, aber er kann auch heute zu den ganzen Aussagen stehen. Da muss man sich natürlich aber auch ein bisschen mit beschäftigen. Aber das muss man tun, um in einer so einer Sendung dann das verteidigen zu können. Und es gilt hier einer für alle, alle für einen, wenn man in einer Partei ist irgendwo. Und natürlich war das vielleicht, ich bin jetzt auch kein Höcke-Experte, das war vielleicht zum Teil nicht geschickt. Aber man kann das verteidigen. Und vor allen Dingen, man muss nicht nur
inhaltlich verteidigen, sondern die eigentliche Verteidigung ist es, in die Offensive zu gehen. Das heißt, die Unausgewogenheit anzusprechen bei Ammann. Oder man kann sie auch gleich konfrontieren, dass sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf Höcke lenkt. Aber die Treibhauseffektlüge auf die Gegenargumente, die werden unter den Tisch gekehrt. Die anderen haben so viele Schwächen. Und Weidel muss im Gegenzug gleich die Themenlenkung auf diese Schwächen machen. Es ging die ganze Zeit wieder nur um Höcke. Weidel hat die Freiheit, selbstständig eine Themenlenkung zu bewirken. Auch der Populismusvorwurf gegen die AfD, das ist eine ganz große Schwäche. Das ist nazihaft. Und das muss man argumentieren. Die AfD muss sich vorher mal hinsetzen, müssen die ganzen Schwächen analysieren, die die anderen sich geben. Und die geben sich ja allein durch das AfD-Bashing. Die Art, wie sie das machen, geben sie sich so viele Schwächen. Und das muss, dieser Schwächen muss Weidel sich vorher bewusst sein. Dann muss sie in einer Sendung in der Lage sein, diese Schwächen auf den Tisch zu bringen. Und zwar ohne, dass sie, natürlich wird sie nie danach gefragt werden. Sondern sie muss dann das Thema darauf umlenken. Oder im Gegenzug, wenn die AfD angegriffen wird, warum soll denn die ganze Zeit immer nur die AfD angegriffen werden? Warum soll das die ganze Zeit im Blickpunkt sein? Und die ganzen anderen Schwächen, die sich die anderen geben, die verschwinden. Und das ist ja auch das Ziel. Das ist ja das Hauptziel der Öffentlich-Rechtlichen, ist die Themenlenkung. Immer wenn AfD-Leute konfrontiert werden, geht es um AfD-Nazi. Und es ist nicht um der AfD die Chance einzuräumen, das auszuräumen, sondern es geht darum, da eine Verbindung zu schaffen bei den Leuten. Die AfD muss sich bewusst werden über diese Themenlenkung. Und Weidel muss selbstständig diese Themenlenkung der Öffentlich-Rechtlichen, diese einseitige Themenlenkung, muss sie durchbrechen. Und das geht nicht anders, als dass sie selbstständig auf die Schwächen hinweist und das Thema darauf bringt. Dem ist sie sich anscheinend nicht bewusst. Was Weidel super gemacht hat, ist, dass sie wirklich unterbrochen hat, dass sie den Frame nicht akzeptiert hat. Auch, dass sie oft gesagt hat, unglaublich, und eben gesagt hat, das ist nicht in Ordnung, was hier vorgeht. Aber wie bei Gauland, sie muss das inhaltlich untermauern mit Beispielen, viel mehr. Muss vorbereitet sein, in der Hinsicht, dass sie Argumente hat, dass sie die anderen, das Scheinwerferlicht auf die anderen richtet und die anderen bloßstellt. Sie muss sie gar nicht beleidigen. Soll sie gar nicht. Das schlägt nur negativ auf sie zurück. Sie muss einfach sachlich berichten, was Fakt ist. Und das klingt jetzt so einfach, aber sie muss das Thema, die Aufmerksamkeit auf die wichtigen Themen lenken. Bei Thüringen hat sie das ja zum Teil schon gemacht. Mit der Wahl, dass die anderen diese demokratische Wahl kritisieren. Das hat sie sehr gut auf den Punkt gebracht, dass diese Wahl demokratisch war und dass die anderen sich undemokratisch verhalten mit ihrem Umgang mit einer demokratischen Wahl. Dass sie noch mehr in die Bresche hauen können. Aber das hat sie schon gut gemacht. Und jetzt müssen wir einfach nochmal zurückgehen und einfach mal schauen, was eigentlich passiert ist. Da wurde ein Ministerpräsident demokratisch gewählt, von demokratisch gewählten Abgeordneten. Und dann kommt die Kanzlerin und sagt, man müsste diesen Wahlgang rückgängig machen. Mit zur Hilfenahme der Oppositionsparteien im Thüringer Landtag, mit den Medien, mit dem linken Mob, der auf die Straße gegangen ist. Ich habe bis heute keine Distanzierung gehört. Warum zeigen Sie auf Herrn Kühnert, wenn Sie ich den habe, linken Mob Weil ich keine nennen. Distanzierung bisher von den Linken und von der SPD gehört habe, als man Kemmerichs Familie und das Haus belagert hat. Der arme Mann stand unter Polizeischutz und wurde so dermaßen psychologisch als auch politisch unter Druck gesetzt, dass er zurückgetreten ist. Und dieses ganze Gehabe, die demokratischen Parteien, das hat man in der DDR im Übrigen auch gesagt. Die DDR hat sich ja auch eine demokratische die Verfassung gegeben. Die Sie nicht kennen, weil Sie also, nicht dort das finde ich unmöglich, Parteien, dass Sie jetzt die DDR gleichsetzen mit dem DDR-Unrecht in 40 Jahren mit dem freiheitlichen Parteiensystem, was wir in Deutschland haben. Sie ignorieren den Wählerwillen in Thüringen von 25 von einem Viertel der Wählerstimmen. Das haben Sie aber auch getan, Frau Weidel. Wenn die AfD Herrn Kemmerich wählt, ignoriert sie in beispielloser Weise den Wählerwillen. Ja, das waren so ein paar Gedanken. Sarah Wagenknecht hat mich enttäuscht, wie sie auf die AfD eingeschlagen hat. Ihr muss bewusst sein, dass es nicht ausgewogen ist. Ich finde, dass Sarah Wagenknecht irgendwie zwei Seiten hat. Man will sie mögen. Aber allein die Tatsache, dass sie in der Linken ist und dass sie es in dieser Partei aushält, zeigt, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Dass sie auch eine böse Seite hat. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt.
Macht's gut.